Jeder braucht ab und zu mal einen Tag für sich allein. Tschüss, Dad. Tschüss. Heute war so ein Tag. Dr. Bhandari hatte einige Patienten in den umliegenden Dörfern zu behandeln und Nabiri freute sich darauf, diesen Tag für sich zu haben. Ja! Hey, wo kommst du denn her, Kleiner? Oh nein, das darf doch nicht. Nabiri! Doch, es ist wahr. Mowgli geht schwimmen. Willst du kommen? Nein, danke. Mein Vater ist gerade eben nach Manapon gefahren und ich habe das ganze Haus nur für mich allein. Aber Sonne brennt. Tag perfekt. Genau, perfekt zum Abschalten. Ich will keine Abenteuer und ich will keine Probleme. Ich will heute entspannen und die Ruhe genießen. Was ist entspannen? Stell dir vor, du tust nichts. Man ist frei von allen Pflichten. Keine Hausaufgaben, kein Abwaschen. Ich werde in Zeitschriften blättern, was essen und es mir gut gehen lassen. Und wie geht nichts tun? Darf ich fragen, was du da tust? Entspannen? Nein, tust du nicht. Aber ich werde dir zeigen, wie es geht. Weißt du was, Mowgli? Heute wirst du ein normaler Junge sein. Okay. Was ist normal? Kokosnüsse, frische Kokosnüsse. Sie müssten eigentlich schon auf dem Weg sein. Glaub mir, das sind Profis, Arun. Hoffentlich. Du bist sicher, dass niemand ihre Spur zurückverfolgen kann? Sie kommen aus einer anderen Gegend. Indien ist ein Land voller Geheimnisse und Legenden. Man erzählt von einem Jungen, der spurlos im Dschungel verschwand. Er überlebte, aufgezogen von wilden Tieren.